Herzlich willkommen im Namen des Gesangsvereins Theiss zum dritten und vorläufig letzten Minikonzert dieser Art. Zum letzten deshalb, weil ab 10. Juni die Vereinsregeln wieder vorsehen, dass wir fast normal proben können. Einzig die 3G-Regelung bleibt uns noch bestehen. Wir haben diese Zeit sinnvoll verbracht. Wir haben viele Konzerte als Online-Konzerte veranstaltet, sind aber jetzt sehr, sehr froh, dass wir wieder so richtig miteinander singen können. Und wir sind auch sehr froh, wenn wir Sie dann wieder persönlich sehen können. Zum Beispiel im Herbst bei unserem Konzert gemeinsam mit der Trachtenkapelle Gedersdorf. Die Aufnahmen für das Minikonzert Nummer 3 fanden diesmal am Geierhof in Oberfucher statt. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, Maria und Sepp. Und Sepp, du hattest als Gastgeber und als einer unserer Bässe einen ganz besonderen Wunsch, den wir dir mit dem ersten Stück jetzt auch erfüllen. Es geht um If You Love Me von Thomas Tallis. Ich bin hier übrigens in meinem Gartenstudio. Erstens, weil es schön ist und zweitens, weil alle anderen Studios im Haus gerade belegt sind. Fährt gerade ein Schiff vorbei, bitteschön. Theoretisch sieht man hier dahinter Theiss, hinter der Donau und hinter dem Auwald. Tja, Theiss, die Heimat des Gesangsvereins Theiss, und dort gibt es auch Vocabella Theiss, unser kleines Ensemble. Und auch Vocabella Theiss ist diesmal wieder dabei mit And So It Goes von Billy Joel. Then that will be my worst mistake.
This is my eyes are closed. It's just as well for all I see. And so it goes, and so it goes. And you're the only one who knows. So I choose to be with you. That's if the choice I want to make, but you can make decisions too. Den Männerchor Theiß gibt es nun schon circa 20 Jahre lang. Wir haben diesmal für das Minikonzert einen Hit einstudiert, der schon seit Wochen in den Charts ganz weit oben ist. Und zwar freuen Sie sich auf The Wellerman, unterstützt von Nicolas Yvonne an den Percussions. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up, her bow dipped down. Oh, blow my bully boys, blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her the right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side harpooned and fouled her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's creed. She took the ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. For 40 days or even more, the line went slack, then the tide once more. All boats were lost, there were only 4, but still the whale did go. Soon may the bellowmen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Bevor wir nun schon wieder zum letzten Stück dieses Konzerts kommen, darf ich mich ganz herzlich bedanken, und zwar beim Land Niederösterreich, bei der Abteilung für Kunst und Kultur und beim Bundesministerium für Kunst und Kultur für die großzügige und sehr unkomplizierte Spende, die wir bekommen haben als Gesangsverein Theiß. Dieses Geld bleibt in der Region. Wir konnten uns dadurch diese hochwertigen Aufnahmen erst leisten. Und in der Region heißt, dass wir zusammengearbeitet haben mit Poldi Denk und seiner Firma Denkmal mobile Audio- und Videolösungen. Es gibt übrigens auch ein neues Wort jetzt in unserem Sprachschatz, das heißt poldifizieren. Poldi Denk hat unsere Aufnahmen immer genauso viel poldifiziert wie nötig, aber auch nicht mehr. Denn wir wollen ja immerhin, dass sie uns dann wiedererkennen, wenn sie uns live hören. Jetzt aber viel Spaß mit Shosholoza aus Simbabwe. Shosholoza, Shosholoza, Shosholoza.
Ja, das war's schon wieder. Das Mini-Konzert Nummer 3 ist zu Ende. Ich darf Ihnen noch ankündigen, es wird gleich nach dem 10. Juni ein klitzekleines weiteres Konzert geben, und zwar mit nur einem Stück, das mir aber sehr am Herzen liegt. Es geht um die Lene, ein Volkslied aus Bayern, das wir auch im Männerchor singen, aber im Männerchor in fast der Urbesetzung, wie es ihn auch 2003 schon gegeben hat. Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei den Outtakes. Ciao. Entschuldigung, der Schluss hat nicht passt. Kann ich ein komplett sein? Das hat jetzt nicht gepasst. Das ist eines von meinen Lieblingslieder. Nein. Okay. Ich muss das einmal durch. With no pretense and still no fear. Gut, ich war ja falsch. Das war alles eine Probe bis jetzt, alles sinnlos. Jetzt habe ich mich so blockt. Entschuldigung. Da steht das jetzt da nicht drinnen. Schau nochmal, wie es geht. Ist das wieder wie nachher länger in die Kamera schauen? Ja, genau. Das ist wieder das. Die Aufnahmen für das Mini-Konzert Nummer 3. Die Aufnahmen für das Mini-Konzert Nummer 3 fanden diesmal am Geierhof in Oberfucher statt. Danke.